Die Horrorgeschichten zum Einschlafen sind zurück. Jeden Tag eine neue Story. Zuerst gibt es die auf Spotify, Apple, Amazon Music und Co. Folgt dort auf jeden Fall unserer Playlist. Erster Link in der Beschreibung. Alle Stories sind fiktiv. Bitte niemals etwas nachmachen. Und jetzt viel Spaß. Ich war gerade mit meinen Mädels am See, als auf einmal mein Handy vibrierte. Leute, ratet mal, wer mir gerade geschrieben hat. Michelle, bitte sag jetzt nicht Dominik, erhoffte sich Lea. Doch sie erkennt genau an meinem Blick, dass es stimmte. Jap, mein guter alter Ex meldet sich zurück, Freunde, sage ich. Nicht sein Ernst, dass er sich das traut, ruft Kim. Und was hat er geschrieben? Moment mal, ich klick mal auf die Nachricht. Also, hört mal zu. Hey du, ich weiß, ich sollte mich nicht melden, aber ich wollte mich nochmal für alles entschuldigen, was passiert ist. Dass ich großen Mist gebaut habe, ist mir klar und das hast du nicht verdient. Ich würde mich freuen, wenn wir bei einem Kaffee nochmal über alles reden können. Puh, ich muss mich jetzt echt mal zusammenreißen, nicht auszuflippen. Was fällt ihm ein, nochmal so bei dir anzukommen? Das ist doch alles nur eine Masche, ärgerte sich Kim. Innerlich wusste ich allerdings nicht, was ich von der Nachricht halten soll. Ja, du hast absolut recht. So oft wie er mich betrogen hat, hat er keine zweite Chance mehr verdient. Ich habe auch keine Lust, ihm zu antworten. Lasst uns einfach den Mädelstag genießen und die Jungs einfach mal vergessen, antwortete ich. Den ganzen Tag über ging mir Dominiks Nachricht nicht aus dem Kopf. Ein bisschen neugierig war ich ja doch schon. Zu Hause angekommen, entschied ich mich, ihm zu antworten. Hey, von mir aus können wir uns treffen. Morgen Nachmittag? Antwortete ich, ganz trocken und distanziert. Er soll nicht denken, dass ich darauf gewartet habe oder sowas. Sofort las er meine Nachricht und stimmte dem Treffen zu. Ich konnte gar nicht glauben, dass ich mich wirklich darauf einließ. Ich lief also zum Café, wo Dominik bereits auf mich wartete. Er war besonders nett zu mir, schon fast zu nett. Das machte mich ein bisschen stutzig. Er wiederholte, dass er bereute, was er getan hat und dass er sich wünschen würde, dass wir wieder in Kontakt kämen. Ziemlich wagemutig, was er da von mir verlangte. Als wir noch eine Weile weiter im Café redeten, entschloss ich mich letztendlich aber dazu, ihn nochmal in mein Leben zu lassen. Ob das die richtige Entscheidung war? Naja, jedenfalls bot er mir an, noch mit zu ihm zu kommen. Und ich sagte ja. Ich verbrachte sogar die Nacht dort. Als ich mich morgens in seinem Badezimmer frisch machte, kamen mir wieder die Gedanken, wieso ich mich auf ihn eingelassen hatte. Aber ich musste zugeben, dass er sich riesige Mühe gab. Sein altes Bild, was ich von ihm hatte, das wollte er wohl überschreiben. Nun verabschiedeten wir uns und ich machte mich auf die Arbeit, bis ich dann nach einem langen Tag erschöpft ins Bett fiel. Am nächsten Morgen, als ich gerade wieder zur Arbeit fahren wollte, verschlug es mir die Sprache. Denn meine Windschutzscheibe war komplett vollgesprüht. Welcher Idiot hat sich so einen dummen Streich erlaubt? Krummelte ich verärgert vor mich hin, als ich näher an mein Auto ranging. Ich wollte prüfen, ob die Farbe abwaschbar ist, während ich realisierte, dass dort etwas geschrieben stand. Nun ja, diese fiesen Beleidigungen lese ich euch mal lieber nicht vor. Wer war das? Ich machte direkt ein Foto davon als Beweismittel und hatte auch gleichzeitig eine Vermutung, wer das gewesen sein könnte. In meiner Straße wohnte ein Teenager-Junge, der bereits in der Nachbarschaft dafür bekannt war, dass er gerne mal Mist baut und auch gern den ein oder anderen Streich spielte. Es konnte also nur er gewesen sein. Ich ging sofort dort klingeln. Ja, bitte? War das Ihr Sohn? Ich zeigte ihm das Foto meines Wagens. Oh je, das sieht unschön aus. Tut mir leid, aber mein Sohn kann es nicht gewesen sein. Der macht ja viel Schabernack, aber er ist die ganze Woche auf Klassenfahrt mit der Schule, antwortete der Vater. Ich, natürlich frustriert, bedankte mich trotzdem und sah zu, dass ich es mit Bus und Bahn noch pünktlich zur Arbeit schaffte. Den ganzen Tag über grübelte ich und grübelte ich. Doch ich hatte keinen Schimmer, wer mir so etwas antun wollte. Dominik meldete sich währenddessen ein paar Mal bei mir. Er wollte mich sehen, aber nach diesem Morgen hatte ich dementsprechend wenig Lust darauf. Meine Laune war im Keller und ich wollte einfach nur nach Hause und mein Auto waschen. Als ich gerade meine Einfahrt hochlief, erkannte ich, dass ein Briefumschlag vor meiner Haustür lag. Kein Absender. Ich lief in meine Wohnung und öffnete den Umschlag. Ein Brief war drin. Ich faltete ihn auf und las. Ich weiß, wo du wohnst und ich werde mich dafür rächen, was du mir angetan hast. Du weißt nicht wann, du weißt nicht wo, aber ich werde dir das zurückgeben, was du verdienst. Wow, das musste ich erstmal kurz sacken lassen. Aber jetzt wusste ich, dass das kein Spaß mehr war. Und jemand hatte es tatsächlich auf mich abgesehen. Ich hatte keine Erklärung dafür und auch keine Idee, wer das sein könnte. Aber Moment mal, der einzige Mensch, mit dem ich zuletzt aneinander geraten bin, war Dominik, als wir uns trennten.
Und zufälligerweise passierten mir all diese Dinge genau einen Tag, nachdem er wieder in meinem Leben war. Zufall? Ich schwöre, dass ich Dominik so fertig mache, wenn er wirklich dahinter steckt. Dieser netter Ex, der sich geändert hat, Tour, kann er sich sonst wohin stecken? Ich hab ihn durchschaut. Sofort greife ich zu meinem Handy und schicke ihm ein Foto von dem Drohbrief und dann ein Foto des Autos. Dazu schreibe ich, ich weiß, dass du das warst. Du brauchst dich nicht mehr verstecken, nur dass du es weißt. Mit mir lasse ich das bestimmt nicht machen. Und du machst mir auch keine Angst, denn ich hab dein wahres Gesicht in unserer ach so tollen Beziehung sowieso schon gesehen. Du wirst noch sehen, was du davon hast. Dominik kam online und öffnete meine Nachricht. Er schrieb, wovon redest du bitte, Michelle? Ich war das nicht. Das kannst du mir glauben. Ja, ja, bestimmt kann ich ihm glauben. So wie er mich belogen und betrogen hatte, mir seine Affären verschwieg und mich am Ende als Verrückte darstellte. Nein, dieses Mal nicht. Ich ging mit dem Brief und dem Beweisfoto zur Polizei, erzählte ihnen, dass ich bedroht werde und meinen Ex-Freund im Verdacht habe. Der Polizist nahm die Beweisstücke mit zu einer weiteren Untersuchung und ich wurde nach Hause geschickt. Nach einiger Zeit bekam ich dann einen Anruf der Polizei. Ich sollte nochmal auf der Wache erscheinen. Gut, dass sie kommen konnten. Es ist so, dass unser Labor den Drohbrief auf mögliche Spuren des Täters überprüft hat. Und dabei wurde ein Haar gefunden, von welchem wir eine Probe entnommen haben. Die zugehörige Person des Haares, die dabei identifiziert wurde, heißt Dominik Weierbach. Das ist er! Das ist mein Ex! Dominik Weierbach ist mein Ex-Freund, ich fass es nicht! Schrie ich. Ruhig, beruhigen Sie sich, Frau Jung. Die Beweislage ist zwar stark, jedoch bis jetzt nicht ausreichend, dass wir Herr Weierbach als Täter festmachen können. Er gilt jedoch als hochgradig verdächtig und er wird auch umgehend von uns kontaktiert. Wir melden uns bei Ihnen, wenn es dann zu einem Gerichtsverfahren kommen sollte. Wie ich das einschätzen kann, stehen Ihre Chancen dabei sehr gut. Machen Sie sich also keine Sorgen, Frau Jung. Bis dahin steht es Ihnen frei, zu Ihrem Schutz ein Kontaktverbot gegen Dominik zu beantragen. Okay, vielen Dank, Herr Möller. Ich danke Ihnen. Ich fuhr also wieder nach Hause. Na, wer lacht nun als letztes, Dominik? Du armes, armes Ding. Du tust mir ja so leid. Du hättest dich nicht wieder bei mir melden sollen. Dass du überhaupt den Glauben hattest, ich würde dir verzeihen. Niemals. Du hast mich gebrochen, mein Vertrauen und meine Liebe missbraucht. Oh ja, jetzt bin ich dran. Rache ist süß, nicht wahr? Es war so einfach, ein Haar von dir zu bekommen, als ich bei dir übernachtet habe. Und alle werden mir glauben, denn ich bin das unschuldige, liebe Mädchen. Das hast du davon. Das war's leider schon mit der Geschichte. Aber weiterer stundenlanger Content and Stories gibt es auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und Co. Geht auf den Link in der Beschreibung und folgt unserer Playlist da. Was gibt es bitte Cooleres, als mit Gruselgeschichten einzuschlafen? Danke für euren Support, Freunde, ihr unterstützt uns wirklich extrem. Bis morgen zur nächsten Geschichte.